Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth: Ich habe mir aber vorgenommen, nicht wieder in Betrübnis zu euch zu kommen. Denn wenn ich euch betrübe, wer ist es dann, der mich erfreut, wenn nicht der, welcher von mir betrübt wird? Darum habe ich euch dies auch geschrieben, damit ich nicht, wenn ich komme, von denen Betrübnis habe, über die ich mich freuen sollte, da ich doch zu euch allen das Vertrauen habe, dass meine Freude euer aller Freude ist. Ich habe euch nämlich aus viel Bedrängnis und Herzensnot herausgeschrieben, unter vielen Tränen. Nicht, damit ihr betrübt werdet, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich in besonderer Weise zu euch habe. Hat aber jemand Betrübnis verursacht, so hat er nicht mich betrübt, sondern zum Teil, damit ich nicht zu viel sage, euch alle. Für den Betreffenden sei die Bestrafung von Seiten der Mehrheit genug, sodass ihr ihm jetzt im Gegenteil besser vergeben und Trost gewährt, damit der Betreffende nicht in übermäßiger Traurigkeit versinkt. Darum ermahne ich euch, Liebe gegen ihn walten zu lassen. Denn ich habe euch deshalb geschrieben, um eure Reife zu erkennen, ob ihr in allem gehorsam seid. Wenn ihr aber etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Denn wenn ich auch jemand etwas vergeben habe, so vergebe ich es um euretwillen vor dem Angesicht des Christus. Damit wir nicht von Satan hinters Licht geführt werden, denn seine Absichten sind uns nicht unbekannt. Wir sehen drei Dinge, die Gott uns hier in diesem Text zeigt. Erstens, ein Vorbild der Liebe. Zweitens, der Aufruf zur Liebe. Und drittens, die Gegenwart der Liebe. Also ein Vorbild der Liebe, ein Aufruf an uns zur Liebe und die Gegenwart der Liebe selbst. Erstens, ein Vorbild der Liebe. Ihr habt es gerade gehört, wie Paulus in diesem Text ja 7 oder 8 Mal allein das Wort Traurigkeit bzw. Betrübnis verwendet. Es ist eine ernste und eine emotionale Situation für ihn und für die Gemeinde. Traurigkeit steht im Raum. Und er sagt ihnen ja in den Versen 1 bis 4, lasst uns das bitte nochmal lesen: Ich habe mir vorgenommen, nicht wieder in Betrübnis zu euch zu kommen. Denn wenn ich euch ja betrübe, wer ist es dann, der mich fröhlich macht, wenn nicht der, welcher von mir gerade betrübt wurde? Darum habe ich euch dies auch geschrieben, damit ich nicht, wenn ich komme, von denen Betrübnis habe, über die ich mich freuen sollte, da ich doch zu euch allen das Vertrauen habe, dass meine Freude euer aller Freude ist. Ich habe euch nämlich aus viel Bedrängnis und Herzensnot herausgeschrieben, unter vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt werdet, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich in besonderer Weise zu euch habe. Also Paulus sagt hier, ich habe euch einen Brief geschrieben, quasi vor diesem Brief. Und das ist nicht der erste Korintherbrief, sondern das ist ein Brief, der danach, also zwischen diesen beiden Briefen, geschrieben wurde. Weil Paulus sagt, ich wollte nicht persönlich in dieser Sache zu euch kommen, damit ich nicht wegen so einem negativen Grund komme und dann der ganze Anlass meines Treffens nur ein Anlass von Traurigkeit und von einer gewissen Schwere ist, dass wir letztendlich wieder alle traurig auseinandergehen. Er sagt ihnen, ich habe euch das geschrieben in einem Brief. Und was ist hier genau passiert? Das sehen wir in Vers 5. Da sagt Paulus, denn wenn jemand hier bei euch für Traurigkeit gesorgt hat, so hat er nicht allein mich traurig gemacht, sondern in gewissem Maße euch alle. Und in Vers 10 sagt Paulus nochmal explizit, was ich vergeben habe, wenn ich etwas vergeben habe, habe ich vergeben. Also mit anderen Worten, irgendjemand, und es heißt hier auch im Text, er und ein solcher, also da war eine konkrete Person in Korinth, die etwas getan hat, wodurch sie sich an Paulus schuldig gemacht hat, was gleichzeitig Auswirkungen auf die ganze Gemeinde hatte. Was uns dazu führt, dass das Naheliegendste, was passiert, ist sehr wahrscheinlich, das ist, dass die Person gegen Paulus Stunk gemacht hat in der Gemeinde. Sich gegen Paulus, den Aposteln von Jesus, gestellt hat und andere negativ damit beeinflusst hat.
Denn dann passt hier alles zusammen, was Paulus hier in diesem Text sagt. Er hat Missstimmung gemacht. Und was sind die Auswirkungen, wenn das passiert in einer Gemeinde? Der Fokus ist weg auf Dingen, die nicht unser Fokus sein sollten. Nämlich, was sind die neuesten Schlagzeilen von Klatsch und Tratsch hier in der Gemeinde? Wer hat wieder was gesagt? Der Fokus ist weg. Das Ziel wird nicht verfolgt. Zank und Streit kommen ins Zentrum. Und die Leute außerhalb der Gemeinde, wenn sie das sehen, was sagen sie? Ha, wusste ich doch, alles Heuchler. Nicht anders wie bei mir auf der Arbeitsstelle. Und deswegen sprechen wir das an. Deswegen spricht Paulus es, inspiriert von dem Heiligen Geist Gottes. Er spricht es an. Er macht keinen Bogen um die schwierigen Themen. Er geht auf diese Sache ein. Denn das ist die Realität in der Gemeinde und auch die Realität in der Hoffnungskirche. Weil wir das doch schon zur Zeit sehen, als die Gemeinden noch persönlich von den Aposteln betreut wurden. Was quasi, wenn ich mal so sagen darf, die besten Pastoren aller Zeiten gewesen sind. Dann ist es erstmal tröstend zu sehen, dass da, wo wir Kämpfe haben, wo wir auch durch Auseinandersetzungen gehen und durch Traurigkeit gehen, dass das wirklich zur Erfahrung, zur normalen Erfahrung der Gemeinde von Jesus Christus gehört. Aber hier haben wir einen Apostel, der diese Sache nicht nur anspricht, sondern der uns ein Vorbild gibt für Liebe. Er schrieb ihnen einen Brief, Vers 4. Ich habe euch nämlich aus viel Bedrängnis und Herzensnot, man könnte auch sagen Herzensangst, geschrieben unter vielen Tränen. Stell dir das bitte vor, Paulus sitzt da und du bist sein Mitarbeiter und du schaust auf ihn und du siehst seine Anspannung und du siehst, wie ihm die Tränen hinunterlaufen, während er diesen Brief schreibt. Er sagt ihnen quasi, ich wollte nicht direkt persönlich kommen und euch konfrontieren, sodass mein ganzer Besuchsanlass wieder nur so ein Trauerereignis wird. Nein, er wollte ihnen zuerst einen Brief schreiben. Und das ist verständlich. Man stelle sich mal vor, wenn man das anders macht. Quasi, du siehst was und direkt aus dem Affekt deiner Emotionen gehst du auf den anderen zu, so nach dem Motto, Peter, können wir uns diese Woche treffen? Habt ihr was zu sagen? Ja, klar, können wir gerne machen. Ja, du, mir ist das und das aufgefallen, das ist Sünde und ich weise dich zurecht. Okay, dann, bis dann, das war alles, was ich sagen wollte, ciao. Also das ist nicht, worum es hier geht. Das ist nicht, wie uns Gott hier durch den Apostel Paulus das Vorbild der Liebe gibt. So ist es nicht, wie es sein sollte. Und wer so in der Gemeinde handelt, und nur um das ganz hier sicher gesagt zu haben, wer aus dieser Themenreihe für sich den Schluss zieht, dass er jetzt quasi dazu berufen ist, überall, wenn er ein Fehlverhalten sieht, es sofort anzusprechen, und das aus dem Affekt und am besten noch unfreundlich, dann ist diese Person in der Position, zurechtgewiesen zu werden. Okay? Das ist ganz wichtig. Wir sehen hier vom Apostel Paulus, dass er nicht aus dem Affekt handelt, sondern er handelt im Geist der Sanftmut. Er geht zuerst in sich. Und genau das ist es, was wir brauchen, Geschwister. Geht mal bitte ganz kurz in Galater Kapitel 6, denn dort finden wir einen super wichtigen Vers, gerade über dieses Thema, wie wir Sünde konfrontieren sollen. Also Galater Kapitel 6, letztes Kapitel vom Galaterbrief. Galater kommt direkt nach 2. Korinther. Und dort heißt es, Galater 6, Abvers 1, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung, also von einer Sünde, übereilt wurde, so helft ihr, die ihr geistgeleitet seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Also was hier drin steht, und man muss bedenken, wenn Paulus hier sagt, wenn jemand von einer Sünde übereilt wurde, in Sünde gefallen ist, und das ist quasi offensichtlich und klar, dann heißt es hier, helft einem solchen zurecht. Und zwar helft, dann sollt ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen zurechthelfen im Geist der Sanftmut. Und einige Verse zuvor hat Paulus gesagt, wandelt im Geist. Die Frucht des Geistes ist unter anderem Freundlichkeit und Sanftmut. Die Botschaft ist quasi,
wenn du geistgeleitet bist und wenn der Geist Gottes in deinem Herzen nicht nur wohnt, sondern auch regiert, sodass du das in Sanftmut, Liebe, Freundlichkeit tun kannst, dann sollst du es tun und ansonsten tu es nicht. Ansonsten bist du nicht qualifiziert und nicht bereit, die Konfrontation zu suchen. Und das ist hier gemeint. Paulus zeigt uns, dass er nicht nur darüber nachdenkt, dass er die Korinther konfrontieren muss, sondern dass er darüber nachdenkt, was jetzt der liebevollste Weg ist, um das zu tun. Und er sagt, der liebevollste Weg jetzt ist, ihnen einen Tränenbrief zu schreiben. Einen Brief, der ihnen einfach zeigt, wie sehr ich sie liebe. Und dass mir so viel an ihnen liegt, wie er es auch hier wiederholt sagt. Ich möchte, dass ihr einfach erkennt, wie sehr ich in besonderer Weise euch liebe. Liebe ist die Motivation. Er macht es nicht spontan, er macht es nicht aus dem Stegreif und er macht es schon gar nicht unbeherrscht. Nein, auch wenn es gegen ihn persönlich ging, hat er etwas Entscheidendes erlebt und sich von Gottes Geist schenken lassen, nämlich dass seine sündigen Emotionen bereits umgewandelt wurden in göttliche, in christusgemäße Emotionen. Statt Zorn fühlt er Traurigkeit für sie. Und statt Rache vergießt er Tränen für sie. Das ist Liebe, Geschwister. Und diese Liebe, für diese Liebe und sie ihnen zu schenken, hat er nicht erst den Beweis gebraucht, dass sie ihn noch lieben, dass sie sich einsichtig zeigen oder dass der Bruder sich einsichtig zeigt. Nein, er hat es von Gott empfangen. Gott ist die Quelle der Liebe. Und deshalb, alle Zurechtweisung sollte im Geist der Liebe und der Sanftmut getan werden, so wie wir das jetzt beim Apostel Paulus sehen. Und manchmal ist es der beste Weg, das tatsächlich schriftlich zu tun. Ja, Paulus sagt ihnen, ich komme auch persönlich, aber es kann sinnvoll sein, zuerst mal seine Gedanken niederzuschreiben, denn das bringt uns dazu, dass wir das erstmal, wir brauchen dafür ein gewisses Maß an Ruhe. Wir können nicht einfach Emotionen freien Lauf lassen und unseren Zorn über jemandem ausschütten, sondern wir müssen zur Ruhe kommen. Wir können in Ruhe beten. Wir können den anderen in seiner Ganzheit vor Augen haben, auch uns selbst prüfen und einem so auch einfach ein Signal der Liebe senden, so wie Paulus das hier tut. Zweitens, der Aufruf zur Liebe. Also Paulus ist nicht nur das Vorbild, der uns hier vorangeht, sondern er ruft die Korinther jetzt zu gleichem Handeln auf. Die Korinther hatten also den Brief von Paulus empfangen und sie hatten diese Person, Streithahn, ja, der quasi diese Spaltung erzeugt hat und der gegen Paulus gegangen ist, sie hatten ihn aufgrund seiner Sünde ausgeschlossen, weil er das Ganze nicht eingesehen hatte. Und jetzt sagt Paulus aber, Vers 6, genügend ist einem solchen die Strafe von Seiten der Mehrheit. Es ist genug. Vers 7. Ihr sollt jetzt vielmehr vergeben. Ihr sollt ihn ermutigen. Ihr sollt ihm jetzt Liebe erweisen. Das bedeutet, die Person war also ganz offensichtlich zunächst uneinsichtig, hat gesagt, nö, was ich mache, ist absolut in Ordnung und mit dem Paulus stimmt was nicht und ich bin hier jemand, und ihr sollt auf mich hören oder was auch immer da gang und gäbe war. Der hat quasi sich an seiner Sünde festgekrallt anstatt an Christus, hat das gar nicht als Sünde gesehen. Er wurde ausgeschlossen, aber dann ist etwas mit ihm passiert. Er kam zur Einsicht. Wir fragen zuerst, was in aller Welt ist damit gemeint, wenn es hier heißt, die Strafe ist ihm genug von Seiten der Mehrheit. Ja, meine Güte, das klingt ja so ein bisschen nach Inquisition. So in was für einer Form straft denn die Gemeinde? Ja, gute Frage. Und wir können ja letztendlich, wenn wir alles aus der Heiligen Schrift zusammennehmen, können wir Folgendes sagen. Strafe bedeutet nichts anderes als diese Person aus der Gemeinschaft der Familie Gottes, aus der Gemeinschaft unserer Gemeinde quasi auszuschließen. Und das impliziert, das könnt ihr gerne nachlesen im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 3. Das impliziert, dass wir mit so einer Person auch nicht einfach weiterhin so eine Gemeinschaft haben,
die der Person signalisiert, dass alles in Ordnung ist. Eine Person, die sich Bruder oder Schwester nennt, eine Person, die sich selbst als Christ bezeichnet und an der Sünde festhält und deshalb ausgeschlossen wurde, diese Person betrachten wir nicht länger als einen Bruder oder eine Schwester. Wie Jesus gesagt hat, er sei euch wie ein Heide und wie ein Zöllner. Was wir tun ist, wir strecken uns nach dieser Person aus. Wir rufen sie zum Herrn Jesus. Wir reden über die Gnade der Vergebung. Aber wir reden auch die Wahrheit und rufen eben zurück und tun nicht so, als sei alles in Ordnung und reden über Fußball mit dieser Person. Das ist eine Form von Bestrafung. Denn wenn die Person doch alles in Ordnung findet, dann ist das natürlich hart, wenn du plötzlich nicht mehr von den anderen normal behandelt wirst. Aber das ist genauso wie wiederum ich das mit meinen Kindern mache. Ist ganz einfach. Da kommt meine Tochter zu mir gerannt und heult wie noch was. Und ich sage, was passiert? Philo hat mich gebissen. Und ich sage, ja, meine Güte, ja, ist wohl nicht so schlimm. Und dann zeigt sie mir ihren Rücken und ich sehe einfach die einzelnen Zähne von meinem Sohn, okay? Und dann gehe ich zu meinem Sohn und sage, hey, hast du Naomi gebissen? Nein, habe ich nicht. So, und wie reagiere ich jetzt als Vater? Wenn ich jetzt sage, hey, mein Sohn, okay, ich bin anderer Meinung, aber ich liebe dich trotzdem, ja, dann mach du einfach dein Ding. Das ist doch gar keine Liebe. Dann ermutige ich ihn ja auch noch, so eine Verhaltensweise zu entwickeln, die ihn letztendlich im Leben in gewaltige Schwierigkeiten bringen wird, die ihn zu einem Lügner machen werden. Nein, ich sage ihm, Junge, du hast gerade gelogen. Und du gehst jetzt mal in dein Zimmer und ich will, dass du darüber nachdenkst. Okay, das kann ich Philo jetzt noch nicht sagen, der ist erst 2, der wird das gar nicht verstehen. Aber der Punkt ist, ich versuche meinem Sohn ganz klar zu signalisieren, so machen wir jetzt hier nicht nochmal weiter, weil ich ihn liebe. Und genau so ist das hier. Also Strafe bedeutet, dass das, was der Herr Jesus sagt, dass wir die Person wirklich zurechtweisen und dass wir ihr signalisieren, du bist nicht auf dem richtigen Weg. Nun kommt es aber noch zu mehr. Denn wenn wir Gemeindeausschluss praktizieren, dann ist dabei der gesamte Himmel, die gesamte Himmelswelt Zeuge. Der Herr Jesus ist gegenwärtig und der Satan beobachtet. Das haben wir gesehen in 1. Korinther 5, wo es heißt, dass ich habe euch gesagt, einen solchen, der quasi in Sünde lebt und keine Reue dafür empfindet, dass ihr einen solchen dem Satan übergebt zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Das bedeutet, Strafe besteht auch darin, dass die Person aus der geistlichen Schutzatmosphäre der Gemeinde wieder zurück in das andere Reich gesetzt wird, wo Satan regiert, sodass er einen Spielraum bekommt, an die Person Hand anzulegen. Und das gestattet ihm Gott. Das tut er nicht, weil er stärker ist oder weil Gott in der Welt nicht das Sagen hätte, sondern das tut er, weil Gott es ihm gestattet. Das sehen wir an verschiedenen Stellen, auch in der Heiligen Schrift, dass der Satan von Gott Erlaubnisse bekommt. Und hier ist es dann nun mal so, dass Strafe kann so aussehen, dass Gott harte Erziehungsmaßnahmen anlegt, indem der Böse tatsächlich Freiheiten bekommt, nicht unabhängig von Gott, sondern unter der Erlaubnis Gottes, damit aber letztendlich durch diese Strafe wir zurückgeführt werden zur Einsicht. Manchmal brauchen wir, oder ich sag so, manchmal können wir an einem Punkt angelangt sein, wo nur noch, wo quasi das Wort gilt, wer lernen will, muss fühlen. Oder wie heißt das? Ich habe es gerade nicht richtig im Kopf. Wie heißt das? Wer nicht hören will, muss fühlen. Entschuldigung. Ja, ganz genau. Und das gibt es einfach in geistlicher Hinsicht. Und das passiert. Nun kommt Paulus aber hier von dieser Tatsache, dass diese Person bereits Strafe erlebt hat, kommt er zurück und sagt ihnen, jetzt ist der Moment gekommen, dass ihr Liebe üben sollt. Kapitel 2, Verse 7 und 8. Sodass ihr nun im Gegenteil besser Vergebung und Trost oder Zuspruch, Ermutigung gewährt, damit der Betreffende nicht in übermäßiger Traurigkeit versinkt. Darum ermahne ich euch, Liebe gegen ihn walten zu lassen. Also hier steht es klipp und klar,
Diese Person war in der Gefahr, durch übermäßige Traurigkeit ganz zu versinken. Und diese Traurigkeit zeigt uns, dass dieser Betreffende zur Einsicht gekommen ist. Denn Traurigkeit über Sünde ist eines der stärksten Indizien dafür, dass jemand seine Sünde nicht länger gut redet und verteidigt, sondern dass er gesehen hat, was die Sünde ist und was die schlimmen Auswirkungen der Sünde ist und wie sehr sie die Beziehungen zu Gott und zu Menschen kaputt macht. So ist er traurig geworden. Aber jetzt muss Paulus ihnen sagen, und jetzt, ihr Lieben, nicht übertreiben. Jetzt ist die Zeit gekommen, ihn anzunehmen, zu vergeben. Zeigt dieser Person Liebe. Ermutigt sie. Nehmt sie auf. Also den Korinthern muss man ja eines lassen. Die gehen immer aufs Ganze. Zuerst nehmen sie die Freiheit in Christus so groß, dass da Leute wirklich in schlimmsten Sünden leben und sie ignorieren es einfach. Also da gehen sie in das Extrem Freiheit in Christus. Und jetzt muss Paulus sie aber, nachdem sie dann quasi konsequent mit Sünde gelernt haben, umzugehen. Jetzt muss Paulus ihnen sagen, ihr Leute, ihr sollt doch kein pseudo-heiliger Club von Überfrommen sein, die quasi so eine Art Gericht sind, was nur noch dabei ist, irgendwelche Sünder zu strafen, sondern Leute, der Mann ist zur Umkehr gekommen. Er trauert über sich selbst. Es ist genug. Nehmt ihn jetzt wieder auf. Vergebt ihm. Liebt ihn, damit er nicht durch die übermäßige Traurigkeit verschlungen werde. Die Korinther dachten sich so nach dem Motto, ja gut, Person scheint so ein bisschen ins Nachdenken zu kommen, aber lass dem erstmal noch 5-6 Monate Zeit und dann gehen wir auf Nummer sicher, dass der wirklich sich richtig, richtig mies fühlt. Und hier sehen wir, Paulus sagt nein und der Heilige Geist sagt nein, so nicht in der Gemeinde von Jesus. Die Frage ist, ist Einsicht da, Reue, Umkehr, Traurigkeit? Dann ist jetzt der Moment, um aufzunehmen. Jetzt ist der Moment, zu vergeben. Und zwar nicht im Testmodus. Wir wissen, dass Gott letztendlich der Einzige ist, der das Herz sieht. Und es gibt auch so etwas wie gefakte, gespielte Buße. Letztendlich sind wir nicht der Heilige Geist. Sobald aber jemand quasi mit seinem Leben zeigt und bekennt, dass er die Sache so sieht, wie Jesus sie ist, nämlich, dass er sie als Sünde sieht, dann gehen wir sofort als Gemeinde quasi in die andere Richtung und wir gehen der Person entgegen und wir nehmen sie auf und wir sprechen ihr die Vergebung zu und lieben sie. Wir machen es so wie Jesus bei einem Zachäus, wie Jesus bei einem Petrus, wie Jesus bei einem Paulus, der selbst diese Zeilen schreibt. Und es ist ganz interessant. Paulus sagt hier, ich habe euch geschrieben in Vers 9, um eure Reife zu erkennen, ob ihr in allem gehorsam seid. Denn es gibt Gemeinden, die halten sich für obergeistlich, weil sie sehr, sehr strikte Gemeindezucht üben. Und das ist für sie das Merkmal geistlicher Reife. Aber hier zeigt uns Gott, der Heilige Geist, dass geistliche Reife dadurch erkennbar wird, dass wir konsequent mit Sünde umgehen und dass wir offenkundige Reue sofort annehmen und Menschen in absoluter Liebe wieder aufnehmen, und zwar in ungetrübter Gemeinschaft. Denk einfach daran, wie der Herr Jesus das mit dir bei deiner Bekehrung gemacht hat. Musstest du noch irgendwas großartig beweisen? Oder war es so, du hast deine Schuld gesehen und du hast gewusst, der Herr hat dich angenommen. Du hast ihm deine Schuld gebracht. Und wie viele erzählen davon, dass sie bei ihrer Bekehrung nur noch geheult haben und nur noch Danke, Danke und vergib mir und Danke, Danke sagen konnten. So ist der Herr. Und wir als Gemeinde sind sein Leib. Wir sind dazu berufen, ihn hier wieder zu spiegeln und deshalb so umzugehen mit Sünde, wie er das tut. Zu der Frau, die von allen angeklagt war, sagte Jesus, auch ich verurteile dich nicht, geh hin, sündige nicht mehr. Kein langer Prozess, keine Beweise, Einsicht und Reue, ja. Die Bitte um Vergebung, die Einsicht der Sünde, ja. Aber das war's. Und somit komme ich zum letzten Punkt. Das Vorbild der Liebe, der Aufruf zur Liebe und jetzt die Gegenwart der Liebe. Vers 10. Wenn ihr etwas vergebt, dem vergebe auch ich. Denn wenn ich auch jemand etwas vergebe, so vergebe ich es um euretwillen, vor dem
Angesicht des Christus. Wer sich fragt, was in aller Welt bedeutet vor dem Angesicht des Christus, es bedeutet nichts anderes als in der Gegenwart von Jesus Christus. Ich vergebe, während Jesus dabei ist und in dieser Sache ist und Zeuge dieser Sache ist. Wir müssen verstehen, wenn es hier heißt, vergebt, dann geht es zwar tatsächlich darum, um zu vergeben, aber hier geht es um einen Akt göttlicher Vergebung und des Zuspruchs göttlicher Vergebung. Wir sprechen jemandem zu, dass der Herr ihm tatsächlich vergeben hat und deshalb auch wir, wie der Herr dieser Person tatsächlich und wie der Herr vollständig vergeben. Mir sind keine Verheißungen in der gesamten Bibel bekannt, die so klar die Gegenwart von Jesus verheißen, wie wenn mit Sünde umgegangen wird. Das zeigt Jesus in Matthäus 18. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Quasi, wenn ihr so mit Sünde umgeht, wie ich es sage, ich bin bei euch. Und auch noch dieser Vollmachtsspruch, ich sage euch und wahrlich, ich sage euch, was ihr bindet auf Erden, ist gebunden im Himmel. Und was ihr lösen werdet auf Erden, ist im Himmel gelöst. Es geht hier auch darum, dass wenn jemand zur Einsicht kommt, dann dürfen wir hier feierlich zusammenkommen und sagen, der Bruder, die Schwester ist zur Einsicht gekommen und hat um Vergebung gebeten. Sodass wir heute hier Zeugen sein dürfen, dass der Herr Jesus selbst deine Schuld von dir genommen hat. Ihr erinnert euch an die Szene zwischen Nathan und David. Und Nathan sagt ihm ja dann, was er getan hat in Form der Geschichte eines anderen. David rastet aus. Wer hat sowas gemacht? Nathan sagt ihm, du bist dieser Mann. Und David kommt sofort zur Einsicht. Und es vergeht nicht eine Minute, bis Nathan sagt, so hat denn der Herr deine Sünde weggenommen. So hat denn der Herr deine Sünde weggenommen. Das bedeutete nicht, dass er von den Konsequenzen seiner Sünde voll befreit war, auch von der großen Konsequenz. Er war frei von der Strafe Gottes und deshalb wieder auch frei zur Gemeinschaft mit Gott. Darum geht es. Ich war sehr bewegt, als ich im Rahmen eines Schulunterrichts von meinem Professor, er heißt Dr. John Street, eine Geschichte hörte und die möchte ich hier zum Abschluss der Predigt sagen. Er erzählte davon, dass in seiner Gemeinde sich Folgendes ereignete, nämlich die Tochter von einem Ehepaar, die Gemeindemitglieder waren in der Gemeinde, wurde bei einem Verkehrsunfall getötet durch einen Mann, der betrunken über eine rote Ampel an der Kreuzung gefahren ist und sie einfach weggehauen hat. Und sie war sofort tot, kurz vor ihrer Taufe. Was das für ein Schlag ist für Eltern, kann man vermutlich nur wissen, wenn man es selbst durchlebt. Und eines Tages bekommt dieser Pastor einen Anruf. Weil die Person war halt wegen fahrlässiger Tötung oder was auch immer verurteilt, saß im Gefängnis und sie bekommen einen Anruf. Und das Ehepaar sagt, wir wollen gerne mit dir den Mörder unserer Tochter im Gefängnis besuchen. Und die Sache ist, der Vater dieser Tochter war ein Schrank, umgangssprachlich gebrochen. Er war ein richtiger Hühne. Und hat der Pastor das im Gefängnis angekündigt. Und dann haben sie die zwei größten, mächtigsten Polizeioffiziere quasi zur Verfügung gestellt, weil die halt alle Bammel hatten, was wohl passiert, wenn sie sich gegenüber sitzen. Und so kam es, dass sie in einen Raum kamen. Da sitzt der Vater mit seiner Frau, ihnen gegenüber der Mörder und hinter ihm die zwei stärksten Polizisten des Gefängnisses und sind gespannt drauf, was passiert. Und der Vater öffnet seinen Mund und redet zu dem Verbrecher und sagt ihm, ich bin nicht böse auf dich und ich bin nicht wütend, aber ich kann dir nicht vergeben. Ich würde es gerne. Und soweit es an mir ist, möchte ich dir nichts mehr anhaften. Aber ich bin heute hier, um zu sagen, dass nur einer dir wirklich vergeben kann, der Herr Jesus Christus. So. Und mein Lehrer erzählte davon, wie die zwei stämmigen Offiziere hinter dem Gespräch standen und beide geheult haben.
weil einfach diese Atmosphäre solch einer Liebe, die dem Feind vergibt, nicht von dieser Welt ist. Der Himmel war in diesem Raum. Und die Verkörperung des Evangeliums durch diesen Vater und seine Frau, die vergeben wollten, war in diesem Raum gegenwärtig. Und warum sage ich uns das? Ich sage uns das, um einfach zu sagen, wir sind dazu berufen, zu lieben, wie der Herr Jesus geliebt hat. Und ich wünsche mir, nicht persönlich, sondern weil ich der Überzeugung bin, dass das der Wunsch des Herrn Jesus für uns als Gemeinde ist, dass wir konsequent und klar sind und dass wir zärtlich darin sind, zu lieben, zu versöhnen und Frieden zu stiften. Paulus sagte an einer Stelle, ich sterbe jeden Tag. Und was er damit meinte ist, jeden Tag, um sich zu versöhnen und um den Frieden zu wahren, muss er sein altes Ego kreuzigen. Dazu sind wir berufen und das beste Beispiel, was ich in der Bibel kenne, ist der Vater, der seinem verlorenen Sohn entgegenläuft. Dieser Sohn kommt direkt von den Schweinen, müffelt, hat noch nicht mal Schuhe an den Füßen. Wie der ausgesehen hat, können wir uns nur vorstellen. Und da ist der Vater, der liebende Vater, der sich nicht an ihm schuldig gemacht hatte, sondern im Gegenteil, ihm alles gegeben hatte. Und der Sohn hat alles verprasst. Und der Vater, als er sieht, er kommt zurück, läuft er ihm entgegen. Und es heißt ja im Text, er umarmte, er war wahrscheinlich gut gekleidet und er ist sich nicht zu gut, um seinen Sohn zu umarmen. Und es heißt im Text explizit, und er küsste ihn zärtlich. Zärtlich. Und er sagt, lasst uns feiern. Mein Sohn war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und er ist wieder gefunden. Und so möchte ich uns zum Abschluss dieser Themenreihe und zum Abschluss dieses Themas des Umgangs mit Sünde in der Familie Gottes, möchte ich uns sagen, bitte lasst uns die Waage im Gleichgewicht halten. Lasst uns zur Wahrheit von Gottes Wort stehen und lasst uns radikal darin sein, zu lieben und uns nicht zu gut dafür sein, wirklich wiederherzustellen und sofort aufzunehmen und zu lieben und aufzurichten und füreinander da zu sein. Denn so hat Jesus es mit jedem Einzelnen von uns gemacht. Er kam, als wir Gottlose waren, starb, schenkte uns neues Leben, kam in unser Leben und wir sind jetzt mit ihm versöhnt und dürfen ihn für alle Zeiten bei uns haben und wir dürfen zu ihm gehen. Das wünsche ich uns. In Jesu Namen. Amen.